Mittlerweile hat die Fastenzeit und damit die Vorbereitung auf Ostern begonnen. Doch davor wird nochmal so richtig die Sau rausgelassen. Jeder hat seine eigene Art und Weise zum Feiern, egal ob klein oder groß. Wir schauen uns das heute in Ips an, beim Kindermaskenball und beim Faschingumzug. Morgen fängt ja die Fastenzeit an. Wird da heute noch richtig Gas geben? Ja, unbedingt. Wie feiert man Ips? Ja, wir haben bei der Danis Milchbar gibt es eine Party, in der Safe gibt es eine Party, im Maximal gibt es eine Party, dann Aftershow-Party und jetzt natürlich noch während des Umzuges am Hauptplatz. Wer kann besser feiern, die Erwachsenen oder die Kinder? Oh, schwierige Frage. Ich glaube, wenn es darauf ankommt, dann glaube ich, die Erwachsenen so richtig Gas geben. Kinder. Weil die Kinder, die sind natürlich und machen das auf Ehrlichkeit. Ich glaube, alle können gleich gut feiern. Heute ist lustig, heute kann gefeiert. Naja, im Normalfall sagt man ja, dass die Kinder ausgelassener sind. Ich glaube aber, dass es schon so ist, dass der Mensch, der Erwachsene, auch immer wieder ein Stück weit Kind ist. Und zum Kind wird, je älter das er wird. Und wir haben schon relativ viele Alte da. Schwierige Frage. Ich glaube, beide können gut feiern. Ja? Wir Erwachsenen kennen es auch noch gut, ja. 32 Gruppen lassen es beim Ipser Faschingsumzug richtig krachen. Wer die Besten von ihnen sind, wird von einer eigenen Jury bestimmt. Ich habe eigentlich schon 32 Favoriten gesehen, weil genauso viele Gruppen haben wir. Und ja, es wird spannend werden, aber wir haben ein paar Gäste in der Jury und jede Gruppe kriegt Punkte und die Beste gewinnt dann. Aber jetzt machen wir einen kurzen Schwenk rüber zum Kindermaskenball in die Stadthalle und sehen nach, wie dort gefeiert wird. Ich glaube, es reicht, wenn wir da die Bilder für sich sprechen lassen. Wer kann besser feiern, die Kinder oder die Erwachsenen? Kinder. Warum? So. Wer kann besser feiern, die Kinder oder die Erwachsenen? Wir. Ja. Wie geht das feiern? Ja. In einer Sache ist auf jeden Fall das Feiern bei Jung und Alt gleich. Und zwar bunt, macht dann Spaß und laut.